So, da sind wir wieder in Fallout 4 im Survival-Modus. Ich habe einen anderen Spielstand gespielt und hatte da dafür wieder all die Mods installiert oder aktiviert, besser gesagt, die da zugange waren. Habe auch, ja, man sieht es mittlerweile, die ganzen kostenlosen Creation Club Dinge mit reingenommen, was da jetzt auf der linken Seite so alles anfängt. Das Einzige, was ich deaktiviert hatte hier, ist eigentlich nur die legendäre Mod. Das heißt, dass jeder Gegner legendär ist. Ich will mal sehen, wie weit ich komme. Ich habe keine Ahnung, wie gut ich das jetzt überleben werde hier. Ja, im schlimmsten Fall müsste ich halt das wieder auf so wie ich es bisher hatte hier aus dem Spielstand. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Ich hoffe es. Wir müssen auf jeden Fall erstmal was trinken, natürlich. Dass wir wieder reinfinden hier in das Survival-Zeugs-Dingens. Und habe ich immer noch Durst? Ich habe immer noch Durst. Ah. Jetzt bin ich gut hier dran. Ja, schauen wir mal, ob ich das so überlebe. Wir sind ja wieder auf dem Weg zum Onkel Virgil. Mal sehen. Richtung Südwesten. Ja, wir geben mal unser Bestes. So, diese Richtung. Es ist ganz angenehm, wenn es hell ist. Ansonsten ist es ziemlich nervig, weil man nichts sieht so richtig. Gerade im Survival-Modus. Warte mal, was habe ich denn alles so? Auf der 1 war das, auf der 2 war die und dann hatte ich die. Und die 4 war. Muss nehmen und die 5. Halt. Die 5 war eine Waffe. Ja, okay. 5 war diese da. Und die irgendwie besonders? Nee, ne? Einfach nur Schallgedämpft kalibriert. Das Gultöters Radschengewehr. 45er. Verursacht 50% mehr Schaden gegen Ghule. Und zusätzlich Strahlungsschaden, was bei den Ghulen ja wiederum nichts verursacht. Ne? Verärger bringt kritische Treffer. Was kritische Treffer bringen, das Ziel zur Raserei. Ja. Na, mal gucken mal. Ob das so eine gute Idee hier ist, alles. Also tagsüber finde ich es ja noch angenehm hier. Rennen keine schlechte Idee. Bisschen schneller vorwärts kommen. Oh, au, au, da war böse. Da war böse, böse. So, Blutkäferfleisch ist nicht gekocht, nicht gekocht, nicht gekocht. Eichhörnchen-Eintopf. Ja, man nehmen mal einen, ne? Ja, XP ist halt nicht. Fleisch, frischer Mais. Wie jeder weiß. Thank you.
müsste noch einer kommen, ne? Wahrscheinlich. Warte ich. Da ist er. Oh, jetzt kommt er gleich, garantiert. Oh, ein legendärer. Oh. Panik! Verstrahltes Blut, Skorpion-Ei. Straft Metallrüstung, linkes Bein. Mal gucken, ob das dann besser ist. Strafend, Metallrüstung, linkes Bein. Achso, das sehe ich ja jetzt nicht, ne? Scharf poliert mit der linken Arm war das, glaube ich, ne? Tiefentaschen. Eieieiei. Ich gehe jetzt aber aus meiner Rüstung nicht raus. Angst, Angst, Angst. Jetzt habe ich eine N. Die müsste ich die mal nehmen, ja. Super Duper Mart. Den hat man noch nicht, ne? Nee. Da greift schon die More Enemy Mod. Es gibt noch Gefahr. Wo? Ich habe gar nichts gemacht. Ich glaube, ich muss auch mal was einnehmen. Hilfsmittel, und zwar Redex, ein Redaway, ein Stimpack und dann habe ich natürlich Durst. Bin gut hydriert. Und Essen. Essen soll ich auch noch. Das erst kochen, das Zeug. Jetzt bin ich gut genährt. Eieiei. Gehen wir mal hier lang. Jetzt habe ich ja natürlich auch auf all den Wegen, die ich jetzt eigentlich schon gesäubert hatte, mit Gegnern, da werde ich an sehr vielen Stellen auf Ghule treffen, weil ja die eine Mod, was ich da noch habe, zusätzliche Ghule in die Welt bringt. Und da müsste ich dann diese Wege sozusagen nochmal räumen. Warum bist du so leise? Hund, und warum hast du mich so spät gewarnt? Oder gar nicht eigentlich? Na gut, na gut. Ich werde auf jeden Fall
muss ich sehen, dass ich mehr Molotow-Cocktails bekomme, denn mit diesen Fliegen Viechern da, das ist nun halt mal wahrscheinlich die beste Sache, was es gibt mit dem Molotow. Guckt ihr jetzt da. Ich glaube, das wird böse. Das wird böse. Kriege ich doch niemals. Noch Gefahr, weil jetzt bin ich bestimmt gleich wieder leiden. Kniekracher 10 mm Pistole. Nee, die lassen wir mal liegen. Oder ich könnte es ja einen Hund vielleicht geben. Ach, wenn ich überladen bin. Ah, geht noch. Okay. Ja, bis jetzt. Oh, das sind sie schon. Da haben wir schon die ersten. Das müsste die Ghoul-Mod jetzt gewesen sein. Und die haben... Aha, die haben sich ja mit den Ratten vereinigt. Bisschen knattert es wieder. Traktor. Ja, das ist natürlich auch ideales Wetter heute. Da mit den Oldtimern draußen rum zu cruisen. Ja. Weit ist es denn noch? Ewig weit, ne? So viel Schutz habe ich auch nicht mehr. Ich muss dann mal meine Ritterrüstung irgendwo wieder reparieren. Munition brauche ich. 45er. Aus wie ein Umspannwerk hier. Und natürlich dann auch gleich so eine leuchtende, ne? Gibt ja keine normale. Ah, gut. Wir müssen dann wieder bestimmt im Dunkeln nach Hause, Doc Meat. Wir waren noch nicht am Nuckelnuss. Ja. Ne, das haben wir schon vorbei, okay. Könnte ich ja hier mal lang. Fusionskerne haben wir genügend. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Und natürlich wird das Wetter beschissen. Oder?
Ja, da gibt es schönere Ecken. Theoretisch dürfte es jetzt keinen Gegner geben. Praktisch. Hier war ja die Todeskralle. Die hat man ja schon erledigt. Also ist das eigentlich frei. Gut, dann können wir uns auch nochmal bewegen. Jetzt wird es natürlich bescheiden draußen, das Wetter. Gut. So. Würschel. Ich schütze und diene. War nicht sicher, ob ich dich wiedersehen würde. Ich auch nicht. Du hast, was du brauchst. Ich hab den Code. Sollte mich wohl nicht überraschen. Du hast immerhin Kellogg erledigt. Ein Runner sollte da kein allzu großes Problem mehr sein. Wie hast du den Chip entschlüsselt? Die Railroad hat mir geholfen. Oh Gott, diese Bekloppten? Ich hätte gedacht, die sind zu beschäftigt damit, Verkaufsautomaten zu befreien oder Computerterminals zu retten oder... Tut mir leid, sie haben einfach so einen gewissen Ruf. Du warst aber nicht der Einzige, der beschäftigt war. Ich habe aus meinen Erinnerungen und dem, was ich so über die Jahre gehört habe, das Beste gemacht. Hab ein paar Pläne für dich entwickelt. War nicht ganz leicht. Diese Hände sind ein Witz. Die Feinmotorik ist für einen Arsch. Hier ist die Kurzversion. Du musst ein Gerät bauen, um das Signal zu kapern, mit dem das Institut die Runner teleportiert. Und stattdessen dich selbst durchschicken. Weißt du, was das Verrückteste daran ist? Dieser Sender für klassische Musik, das ist das Trägersignal für ihren Transmitter. Alle diese Daten in diesen harmonischen Klängen. Und wir hören es schon die ganze Zeit. Und um es ganz klar zu sagen, das ist nicht mein Spezialgebiet. Ich war Biowissenschaftler. Mit Maschinenbau oder fortschrittlichen Systemen hatte ich nichts am Hut. Biowissenschaft? Fortschrittliche Systeme? Abteilungen im Institut. Spezialisten, die in Gruppen an verschiedenen Projekten arbeiten. Du wirst es später noch verstehen. Aber wenn du dieses Gerät bauen und den Code nutzen kannst, solltest du das Signal des Institutstransmitters kapern können. Schaffst du das? Kannst du es bauen? Hast du Leute, die dir helfen? Für einen allein ist das etwas viel, selbst für dich. Das kriege ich schon hin. Gut, sehr gut. Denn du musst es unbedingt da reinschaffen. Um unser beider Willen. Und vergiss nicht unsere Abmachung. Ich habe dir geholfen, so gut ich konnte. Wenn du es reinschaffst, finde das Serum. Es ist meine einzige Hoffnung, jemals normal zu sein. Also finde es. Und jetzt los. Nimm das hier und mach dich an die Arbeit. Tu, was immer nötig ist. Jede Hilfe ist jetzt willkommen. Okidogili, kann ich jetzt hier irgendwo schlafen? Nee, ne? Das ist ja bescheiden. Das ist immer noch geklaut. Ich dachte, wir können uns leiden. Vortex Lunchbox. Nudelschale, die ist geklaut und die Vortex Lunchbox nicht. Aha. Na, dann lass es liegen. Kochen kann ich nicht, schlafen kann ich nicht. Hast du nicht was zu essen? Ja, schon gut. Hast du nicht eine Matratze irgendwo? Ach. Ich schütze und Ich muss zurück. Ich muss hier raus. Ich muss erstmal wieder ein bisschen Redaway nehmen und Redex und überhaupt und sowieso. So, jetzt geht's wieder in die Richtung.
Ja, und dann Inventar. Also, Redex. Redaway in Stimpack. Dann haben wir Durst. Hungrig bin ich auch. So, Durst. Falls du besser bist, aber immer noch ausgetrocknet. Okay. Ich bin gut hydriert. Hunger und müde. Leguan am Stiel, ja. Immer noch hungrig? Gut genährt. Nuka-Cola. Da. Wieder zurück. Das ist halt ein bisschen blöd. Ja. Aber, Könnt ihr ja mal probieren mit ein bisschen schneller unterwegs. Vielleicht bringt's was. Blub, 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 blub. Ich hoffe mal, zu viel Gegenwehr sollte nicht uns entgegenkommen. Und wenn, dann begegnen wir ihr furchtlos wie immer. Ach, das ist ja hier der Nucleus. Alles klar. Ja, da wieder raus. Bisschen gerade raus. Dann marschieren wir mal nach links. Hier wächst was. Soll ich es glauben? Ah, nein. Nein, ach so, gut. Ich dachte schon, das ist irgendwie so ein Fliegenvieh. Da sind wir die noch am liebsten momentan. Wunders, dass ich noch nicht überläuft. Ich brauche dringend 45er. Die sind zu schnell zu Ende. Leer, alle vorbei. Ah, da drüben ist wieder einer. Die waren das letzte Mal nicht so viel. Das ist jetzt Absicht. Aha. Achtung, hinter mir. Ja, nur Enemy Mod. Au, jetzt bin ich überlaufen. Was für ein Glück. Und dann so einer. Hund, kannst du? Komm her. Hier drüben. Ich hoffe, du kannst noch. Ich hoffe, du kannst noch. Waffen, 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 Waffen. Kannst du die tragen? Das ist gut. Was macht die? Chance auf 20%? Nee, 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 nee. Kannst du das noch tragen? Und das auch noch? Da bin ich schon zufrieden erstmal. Und mein Nachladen. Ich kann ja nicht speichern jetzt hier.
Na gut. Einfach nur Ruinen. Schlechtes Wetter, schlechtes Wetter. Und mein Stammer. Ja, bald wieder einer alle. Bald mal hier raus sein. Ich glaube, wir haben es bald geschafft. Ja. Leuchtende Meer sind wir jetzt raus. Gut. Denen will ich jetzt aber auch nicht begegnen. Oha. Uiu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 i. Aber, more enemy mod. Ja, genau. Uaha. Überlebt. Oh, noch einer. Meine Herren. Na gut, ein Vorteil davon wäre, solange ich nicht dran sterbe, man könnte halt schneller leveln, ne? Nur eine Stachel noch mit. Jetzt, das war klar, der Stachel war wieder zu viel. Hund. Hey! Bleib hier. Jetzt. Uiuiuiui. Das da. Ah, Dogmi kann nicht mehr tragen. Verflixt. Kisten machen mit so Devist. Devist. 0,4. Warte mal, Schrott. Schrott. Irgendwie, irgendwas. Junge. Komm, mach mich nicht unglücklich. Ah gut, alles klar. Da will ich jetzt nicht hin. Also ich will das jetzt nicht riskieren zu sterben. So, das waren die Mutanten da unten, ne? Oh, das hat man ja erledigt. Jetzt müssen wir nur noch nach Hause. Ghule könnten uns natürlich unterwegs begegnen. Da mache ich mir aber mal jetzt mal einen neuen Markierungspunkt. Gehen wir zur dahin. Ja, das ist dann, wenn wir das eine Magazin her haben. Gehen wir da jetzt am dümmsten hin? Ich würde sagen. Verkaufen auf jeden Fall. Erstmal hier irgendwie
Ach, shit. Ich dachte, das wären 10 mm Patronen. Die will ich nicht. Da drin konnte ich auch nicht speichern. Aber auf der Brücke war das doch, glaube ich. Ich glaube, ja. Auf der Brücke, da waren doch Matratzen. Da drüben, da können wir mal noch hingehen. Das ist eine Siedlung. Oder das kann eine Siedlung werden, sagen wir so. Einstecken hier. Ich kann nicht rennen, ne? Oder? Oh ja, ich wusste. Dazu müsste ich aussteigen, ne? Aber das macht mir egal. Ich muss speichern. Wenn irgendwas passiert, Alter, ich müsste Dreck. Ne? So, gespeichert. Auch wenn ich übermüdet bin. Was denn jetzt? Weil ich übermüdet bin? Warte mal, sicherheitshalber gucken. Okay. Stärke minus 1 übermüdet. Okay, dann nehmen wir mal eine Nuka. Jetzt hätte ich noch Hunger dazu. Egal, komm, wir gehen erstmal hier rüber und eine neue Siedlung entdecken. So, hier gab es doch irgendwo Minen. Hier waren Minen versteckt. Da. Da habe ich eine übersehen. Und die hat mir auch gleich mal so richtig. Gott sei Dank hatte ich den Power-Rüstung an. Leere Dose. Eingelegtes Fleisch. Na, ich bin schon überladen. Rum, ne? Wie schön. So, wenn ich es schaffe, hier eine Siedlung anzulegen, da muss man gucken. Aber ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich glaube, ich muss erst irgendwas erledigen. Oder ich weiß es nicht mehr. Das wär's. Da, wenn wir jetzt zu der Tante reingehen, steht die da. Warte mal, wie sieht es denn aus mit Dings bei mir? Status Special. Charisma ist bescheiden. Gut, dann steh erstmal raus. So, dann hätte ich Charisma 8. Dann ziehe ich mir was anderes an. Kleidung. Miliz und sauberes blaues Kleid. Und dann haben wir 11, ne? Jawohl. Sollte funktionieren.
Oh, ich bin hier wieder. Ich brauche was hier trinken. Hilfsmittel und Essen. Also, trinken. Ich bin gut hydriert und essen. Kartoffelchips. Reicht noch nicht. Liguan am Stiel. Reicht. Gut. Und ich bin immer noch übermüdet. Ich habe doch extra. Muss ich schon wieder eine trinken? Wo ist sie denn? Nougat Jerry. Das reicht nicht. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, aber verschwinde lieber, bevor ich durchdrehe und dich abknall. Hoppla, ganz ruhig. Ich will nur reden. Klar, du bist aus dem Commonwealth reinspaziert, um mit Zins zu reden. Beruhig dich. Sag mir, was los ist. Sie haben was, um uns zu kontrollieren. Um uns Dinge tun zu lassen, die wir nicht wollen. Jeden Moment könnten sie ein Signal senden. Oder ich sehe Orange. Oder irgendetwas anderes und... Bumm! Noch ein toter Dummkopf. Also, verschwindest du oder wartest du, bis ich dich töten muss? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die ist kein Synth. Dahinter muss mehr stecken. Was lässt dich denn glauben, dass du ein Synth bist? Du gehst ein Risiko ein, hier mit mir zu reden. Aber wenn du danach gehst... Mein Enkel Samuel und ich waren allein, seit meine Tochter gestorben war. Wir sind auf einem Hof untergekommen. Nicht leicht für mich, aber wir hatten zu essen. Eines Nachts hatte ich Wache. Ich sitze mit einer Waffe auf den Knien, schaue über den Hügel und dann bin ich wohl eingeschlafen. Mehr weiß ich nicht. Das nächste, woran ich mich erinnere, ist ein Schuss, der mich aufweckt. Und Samuel liegt vor mir und überall ist Blut. War noch jemand da? Könnten es Raider gewesen sein? Nein. Als sie den Schuss hörten, kamen alle rausgerannt. Aber niemand sah außer mir und Samuel noch jemanden. In einer Sekunde war er da und in der nächsten fort. Diese kleinen Finger, die meine Hand gehalten haben. Es ist meine Schuld. Du kannst dir nicht vorstellen, wie das ist. Ja. Mein Mann wurde getötet. Mein Sohn entführt. Und ich konnte nichts tun. Ich weiß, wie du dich fühlst. Ich wusste nicht. Ich hoffe, du findest ihn. Nur die Familie ist in dieser Welt noch was wert. Aber er war wohl nicht wirklich mein Enkel. Sie haben mir bestimmt die Erinnerungen eingepflanzt. Denn wer könnte sowas der eigenen Familie antun? Jetzt weißt du, warum ich hier bin und warum du gehen musst, bevor sie mich wieder töten lassen. Ich bin ein Synth und man kann mir nicht vertrauen. Du bist kein Synth. Das war nur ein Unfall. Selbst wenn du recht hast, was zählt das? Mir bleibt nichts mehr. Wir brauchen Leute für die Minutemen. Die Vergangenheit ändert es nicht, aber vielleicht kannst du jemandem helfen. Du bittest mich um Hilfe? Obwohl du weißt, was ich getan habe? Ich weiß nicht. Ich muss darüber nachdenken. Also es tut mir leid, dass ich dich mit der Waffe bedroht habe. Du hast wohl recht. Ich muss meinen Frieden mit dem machen, was geschehen ist. Ich kann nicht davor weglaufen. Ha, cool. Dann würde ich mir mein Bett bauen. Geh mal weg. So. Ein Bettchen. Nur eins. Ein ganz klitzekleines. Ach, ist ja egal wohin. Ich will erstmal nur schlafen. Ach ja, herrlich. So, kochen könnte ich. Aber ich möchte erstmal
Bis im Settlement, wenn möglich. Ah, nicht mit V machen, gut. Ja. Da. Nee, Quatsch, hier. Ja. Da. Shit. Schraube, Kupfer, Schaltkreise, Aluminium. Ach, das ist ärgerlich. Na, warte mal. Ich werde jetzt erstmal entschrotten hier. Erstmal entschrotten. Abrödeln. So. Reicht noch nicht. Kryo, Dingens, Bummens, Tralla. Habe ich denn so viel? Das wiegt ja nichts hier. Was anderes anziehen. Ja, das ist eine gute Idee. Na, das. Ach, nicht einlagern. So, wenn ich dabei bin, ich muss erstmal was anderes anziehen. So. Kleidung. Das und das. Da. Ansonsten alles. Strom. Nee, das hier habe ich genommen. Ach, das, was der Hund nicht tragen konnte, ne? Das ist ja auch schlechter. Ja. Jetzt kann ich auch mehr tragen. So. Was hat nochmal gefehlt? Schraube, Kupfer, Schaltkreise, Aluminium. Das ist natürlich. Tja. Wie verbleiben wir da jetzt? Kochen wir erstmal. Ach, nee, hier. Ein Käfersteak. Wenn ich aber eine... Moment. Wenn ich eine Route einrichten würde. Eine Versorgungsroute dann. Ach ne, das dauert ja ein Stückchen. Was? 43? Oh. So viel? Gut, dann bin ich bestimmt wieder überladen. Nee, bin ich nicht. Machen wir erstmal das hier. Zwei Level ab habe ich. Was würde jetzt Sinn machen? Noch mehr Munition finden. Das haben wir schon, das haben wir. Medikamentenresistent. Das, ja. Dein Treuer kann einen Feind festhalten, wodurch du eine höhere Trefferchance im Watz erhältst. Okay. Schwierig, ne? Was machen wir hier? Und überladen kannst du Aktionspunkte nutzen. Werde ich vielleicht später machen. Alkohol, lokale Ansiedlungen. Was war denn mit Wissenschaft? Wissenschaft muss ich doch, glaube ich, auch für. Moment mal, Apotheker? Ne, Quatsch, Arzt. Chems, die du konsumierst, wirken 50% länger. Das ist nicht schlecht. Wo war denn Arzt? Da. Da könnte ich selber. Jawohl. Medikamente. Wenn ich was. Also ich bin ja medikamentenresistent. Das heißt, ich werde nicht abhängig. Das, was ich aber einnehme, hält 50% länger. Das ist nicht schlecht. Sehen wir aber auch das hier, ne? Mehr Schaden anrichten. Mit schallgedämpften Waffen.
Beweglichkeit, automatische Waffen, Schleichen. Schwierig. Das ist echt schwierig jetzt. Eigentlich bräuchte ich so viel mehr einstecken. Sieht jetzt momentan gar nicht so schlecht aus, ne, mit mehr einstecken. Ich würde hier hingehen. Beweglichkeit. Und den anderen auch gleich noch. So. Warte mal, kann ich die überhaupt auf eine Route schicken? Nicht zugewiesen. Ach shit. Das ist natürlich blöd. Das ist die eine Mod. Ah, das ist ärgerlich. Da müsste ich die mal deaktivieren. Gut. Ich kann es nicht ändern. Es ist jetzt erstmal. Da drin ist ein Heftchen, was ich auf einem anderen Spielstand leider nicht genommen habe, bevor ich das Sim Settlement gemacht habe. Wo ist das jetzt hingeflogen? Das müsste doch. Hier ist es doch. Verdammt nochmal, ja. Dauerhaft für mich von sein durch bestreutes, abgepacktes Essen und Trinken. Und gerade im Survival ist das, denke ich mal, ne? Moment mal. Finde ich hier nicht die Sachen so, was ich brauche? Ich glaube, das ist. Nee, das kann ich nicht machen. Ich muss die Mod deaktivieren. Muss dann halt machen, bevor ich die nächste Folge. Kochplatte. Pass auf. Ich brauche was nochmal? Schraube, Kupfer, Schaltkreis, Aluminium. Aluminium. Schraube, Kupfer, Aluminium. Schraube, Kupfer, Aluminium. Kupfer. Hundi. Aluminium. Mal gucken. Na, kommen wir unserer Sache näher. Sollte es vielleicht doch funktionieren? Schraube, ich brauche noch eine Schraube. Wird doch irgendwo eine Schraube zu finden sein. Also muss ich jetzt erstmal liegen lassen. Oder? Ja. Ja. Schraube. Irgendeine Schraube. Das nicht. Sonst wäre jetzt eine Lupe dran. Gehen wir mal raus hier. Dann gucken wir uns mal hier um. Vielleicht finden wir noch irgendwas Schraubenmäßiges. Eine Lupe ist es schon mal nicht. Vielleicht da drin? Hast du was Schraubenmäßiges hier, Mädel? Ohne, auch nicht schlecht. Und? Tu das, was du hier erledigen willst und verschwinde. Nee. Also jetzt, wo das meins hier ist. Ich brauche noch eine Schraube, Mädel. Hier! Da ist keine Schraube drin. Shit. Und hier? Benediktürme, ne? Das haben wir hier. Safe-Steuerung. Schloss die aktivieren.
Was haben wir sonst noch? Tourplan? Nee. Das, das. Keine Schraube dabei. Hm. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Schade. Eine Schraube, eine bescheidene Schraube. Nur eine einzige. Irgendwo muss das so eine bescheidene Schraube noch rumoxidieren. Nur eine Schraube. Da ist noch eine Mine. Komm. Angel hat auch keine Schrauben. Verflixt. Hier drüben vielleicht. Da, bei den Ghoulen. Bei den. Supermutant, mein Arm. Eine Schraube, nur eine Schraube. Bitte, bitte, eine Schraube. Verdammte. Das letzte Mal schon hier durch. Schon wieder? Hatte ich doch schon auf. Ja. Doofe Nuss. Warum hat ein Schraubenschlüssel keine Schrauben, ne? Da liegt so viel rum, aber nichts Schraubenmäßiges. Hier war ich da auch schon drin. Oder war ich da? Exploring. Sollte es nicht sein. Elaborate. Kann es auch nicht sein. Listening. Auch nicht. Struggles. Fortitude. Das könnte es sein. Na also. Ja. Jetzt bin ich trotzdem ein bisschen verwirrt. Ich muss mal. Da! Kochplatte? Die hat doch Schrauben. Fragt sie viel, na klar. Warte mal, Kochplatte. Ach ne, die hatte. Schrott, Kochplatte, Kochplatte. Der Schaltkreise. Und Schraube! Habe ich das nicht markiert? Hund! Ach, jetzt will ja. Hund ist ja auch überladen. Dann muss ich wohl. Buff out nehmen. Oder Buff Tets, Buff out, Buff Tets. Buff Tets. So. Jetzt gehen wir erstmal hier rüber und bauen den Tisch. Nehmen wir Schrotten erstmal ab. So. Ja, Durst haben wir.
Ganz dolle Durst. So. So, Tischlein bauen. Fertig. Abschrotten. Ne? Schrott einlagern. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich nicht irgendwas dabei mit habe, was ich. Zigaretten. Ja. Stangenzigaretten. Vorkriegsgerät. Und das. Das nehmen wir wieder mit. So. Das ziehen wir uns an. Nicht, dass das mit weg ist. Eigentlich müsste ich die Mod deaktivieren, erstmal hier alles verschrotten und dann erst die Sim Settlement Sache bauen, aber das machen wir auch so. Die Folge ist ja eh gleich vorbei, also eigentlich machen wir es einfach so, dass sie jetzt vorbei ist und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und in der Zwischenzeit werde ich die Mod deaktivieren, hier Everything Scrap oder Scrap Everything oder wie auch immer, so ähnlich. Und werde dann erst hier verschrotten alles und dann die Sim Settlement Siedlung errichten. Und dann kann ich nämlich auch Versorgungsroute erstellen und dann haben wir wieder eine mehr, eine Siedlung. Genau so machen wir das. Also bis gleich. Ciao.